Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Video. Heute, genau vor 14 Tagen, kam Season 2 endlich raus. Das habe ich mir zum Grund genommen, mal ein kleines Fazit über Season 2 zu machen. Was finde ich geil, was finde ich scheiße, was finde ich noch ausbaufähig? Und deswegen würde ich sagen, fangen wir direkt gleich mal mit dem Battle Pass an. Ich switche mal ins Bild von der PlayStation und natürlich würde ich mich freuen, ich habe es ja nicht groß angekündigt, dass ich jetzt ein neues Intro habe. Würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr euch in den Kommentaren mal ein bisschen auslasst, wie ihr das findet. Das wird auf jeden Fall in Zukunft jetzt immer auf meinem Kanal zu finden sein. Das alte hat ausgedient. Fangen wir jetzt mit meinem Fazit an von Season 2. Battle Pass möchte ich starten. Auf jeden Fall im Vergleich zu Season 1 eine deutliche Verbesserung, muss ich einfach mal sagen. Auch er ist, sind viele der Meinung, deutlich ausbaufähiger. Was ich aber schon mal positiv finde, es gibt deutlich mehr Apex Packs. Zumindest empfinde ich das so. Es gibt ein paar mehr legendäre Sachen. Es gibt Ladebildschirme zum Beispiel jetzt von jedem Charakter, glaube ich sogar. Es gibt Diving Emotes, die ich ganz, ganz geil finde. Wo haben wir denn jetzt hier eins? Ich sehe jetzt hier gerade keins. Da haben wir zum Beispiel ein Diving-Emote. Finde ich sehr, sehr geil. Was haben wir noch? Sound-Packs für die einzelnen Charaktere, die man sich hier einstellen kann. Man hat Ladebildschirme, die man sich freischalten kann, was ich nicht schlecht finde. Es gibt aber hier und da auch noch ein paar Sachen, die sind verbesserungswürdig. Ich finde zum Beispiel die seltenen Skins, die man so freischalten kann, die finde ich jetzt nicht so top. Und ich spreche das gerne nochmal an, was ich nämlich sehr, sehr schade fand, dass man ab Level 1, also eigentlich wenn man den Pass kauft, sofort eigentlich den geilsten Skin im ganzen Spiel bekommt und aber zeitgleich ab Stufe 85 war es, glaube ich, sinnloserweise einen seltenen Skin für die Spitfire kriegt, der eigentlich im Vergleich mega hässlich ist. Das ist jetzt so Jammern auf hohem Niveau sicherlich, deswegen finde ich den Pass ja eigentlich deutlich besser trotzdem, aber es gibt so Skins, die seltenen, die sind mega langweilig, wie ich finde. Könnt ihr euch auch gerne mal in den Kommentaren auslassen, wie ihr das findet. Dann, was ich negativ bemängeln muss, es wurde eigentlich vor Erscheinen von Season 2 versprochen, man kann den Battle Pass schneller leveln, vor allen Dingen die Leute, die nicht so oft zum Spielen kommen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Was ich nämlich sehr, sehr schade finde, in Season 1 war es so, dass man mit jedem Charakter pro Woche, ich glaube es waren 30.000 EP, nochmal zusätzlich auf den Battle Pass verdienen konnte. Das ist weggefallen und man kann jetzt eigentlich quasi nur noch, und da kommen wir zur nächsten Neuerung, die ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, nur durch die Herausforderung, die ihr hier seht, hauptsächlich den Battle Pass leveln. Und wenn ihr einen Scheiß auf die Herausforderung gebt, habt ihr absolut die Arschkarte und könnt den Battle Pass eigentlich nur leveln, entweder wenn ihr Geld ausgebt oder richtig hart reinsuchtet. Und wenn ihr keinen Bock auf die Herausforderung habt, entweder ignoriert ihr sie oder ihr beißt in den sauren Apfel, und das finde ich sehr, sehr schade. Und das ist, wie gesagt, jetzt die Neuerung, die ich auch eigentlich ganz cool finde. Die Herausforderungen bringen ein bisschen Abwechslung ins Spiel, haben aber schon wieder einen absoluten negativen Einfluss aufs Spiel genommen. Was genau ist nämlich passiert? Es gibt hier und da nämlich Herausforderungen, tägliche und wöchentliche. Die meisten sind jetzt raus, aber ich habe jetzt hier als Beispiel noch eine drin. Und zwar gab es oder gibt es teilweise noch ortsgebundene Herausforderungen. Um was ist passiert? Das Ding ist, die ortsgebundenen sind für jeden unterschiedlich. Wenn du quasi mit einem Squad unterwegs bist, hat jeder verschiedene Ziele. Und was passiert, wenn du mit Randoms unterwegs bist? Das Team splittet sich mitten im Flug, weil jeder wahrscheinlich seine Herausforderung erstmal machen muss, hat quasi den negativen Einfluss aufs Spiel gehabt, was ich mega, mega schade finde. Kann man aber verbessern. Es gibt über 200 verschiedene Herausforderungen. Es sind immer noch genug da, die ganz geil sind, die man auch so erreichen kann. Ich achte halt quasi kaum auf die Herausforderungen, bin jetzt Level 13, habe auch eigentlich seit Season 2 noch nicht so viel gespielt und es ist trotzdem machbar, aber für einen Casual Gamer, der vielleicht nur ein, zweimal die Woche zockt, der könnte Probleme haben in den 3 Monaten da Level 100 oder 110 zu erreichen. Dann kommen wir zur neuen Legende Watson, sollte auch jedem bekannt sein, dass die im Spiel ist, hat mega geile Fähigkeiten. Ich habe jetzt aber festgestellt, so nach der ersten Woche, anderthalb Wochen, trifft man nicht mehr ganz so oft auf Watson. Sie hat mega geile Fähigkeiten mit den Elektrozäunen und ihrem Ulti, diesem Mast, nenne ich den jetzt einfach mal, ich vergesse jedes Mal, wie der heißt, kann man echt freche Sachen mitmachen. Und ich bin für die Zukunft mal gespannt, ob es bei Watson so sein wird, denn dieser Mast, der ein Jahr das Schild heilt und Granaten und sämtlichen Spaß fernhält, wenn man den richtig aufstellt,
bleibt er unendlich lang stehen. Der geht nicht kaputt, es sei denn, ein Gegner zerstört ihn. Und ich hatte nämlich mal eine Runde, Grüße gehen an ihn raus, falls du das hörst. Wir waren auf dem Markt und im Markt selber drin sind nochmal Räume, die mit Türen verschlossen sind, wo du von inneren des Markts nicht durch Fenster und so weiter schießen kannst. Wenn du dort in so einen Raum gehst und verbarrikadierst dich mit den Elektrozäunen und knallst da mitten in die Mitte vor eine Wand diesen Mast, dann kannst du den als Gegner nicht zerstören und du kannst quasi den Raum fast nicht stürmen. Das, also wenn man Watson richtig einsetzt, ist das eine richtig fiese Geschichte. Ich finde Watson jedenfalls richtig, richtig stark. Also als Neuerung auf jeden Fall sehr, sehr geil. Dann haben wir natürlich auch eine neue Waffe. Jetzt muss ich erst mal gucken, unter was ich die LMGs war es, glaube ich. Die Elster, richtig, richtig geile Waffe. Natürlich ist die Elster wie die Mastiff und die Crabber aus einer Lootbox zu finden und meist eigentlich eher overpowered. Auch hier ist es meistens so gewesen, dass man die allerersten Tage oder Wochen oder die erste Woche relativ häufig auf die Elster getroffen ist und wurde echt mega, mega häufig von dieser Waffe geholt. Ich finde, so nach 2 Wochen trifft man nicht mehr ganz so stark auf die Elster, denn sie ist gar nicht so leicht zu handeln, überhitzt schnell und du kannst halt nicht Dauerfeuer draufrotzen. Ich glaube, das hindert die meisten daran, die Elster überhaupt mitzunehmen, aber trotzdem eine mega geile Waffe, die man mitnehmen kann, wie ich finde. Aber übrigens, bevor das Video sich dem Ende neigt, es dauert noch ein bisschen, schaut am besten bis zum Schluss, denn da habe ich noch 1-2 kleine Informationen, die euch sicherlich interessieren könnten. Also schaut bis zum Schluss, würde ich mich sehr darüber freuen. Kommen wir jetzt zu diesem riesen Waffenpatch, der ja gleich mit Season 2 gestartet ist. Und da fängt das Übel nämlich richtig hart an. Hier und da wurden ein paar Waffen ein bisschen am Grundschaden geschraubt, was ich nicht verkehrt finde, wie bei der Flatline zum Beispiel, die ich eigentlich auch sehr, sehr gerne spiele, aber kommen wir eigentlich direkt mal zur Alternator. Und jeder weiß, was ich jetzt raushauen werde, den absoluten Hass. Die Alternator, da wurde der Grundschaden erhöht, was ich eigentlich geil fand, weil ich fand die Alternator vorher schon ganz, ganz geil. Mit dem Grundschadenerhöhung hätte, also mit der Grundschadenerhöhung hätte es meiner Meinung nach gereicht. Aber die Alternator und die RE45 haben einen Mod bekommen und die P2020 und die Mosambik haben einen Mod bekommen. Und in Verbindung mit beiden Waffen, Alternator und P2020 zum Beispiel, seid ihr eigentlich der Rambo schlechthin, wenn ihr absolut starkes Aim habt. Denn der Aufsatz für die Alternator macht einfach mal mit 4 Kugeln dein komplettes Schild runter. Das wurde vor kurzem erst gepatcht, es ist aber immer noch zu overpowered und ich weiß, dass viele meiner Meinung sind, dass der Mod am besten komplett wieder rausfliegen sollte. Könnt ihr gerne mal in den Kommentaren euch auslassen, wie ihr das findet. Ich persönlich muss sagen, dass ich mit dem Waffenmeter oder wie man das auch immer schimpft, den Balancing vor Season 2 völlig zufrieden war, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen würde ich es begrüßen, wenn der Mod komplett rausfliegt oder so heftig abgeschwächt wird, dass man statt 4 vielleicht 6 oder 7 Kugeln braucht. Obwohl 7 Kugeln ist vielleicht ein bisschen zu viel, aber so 6 Kugeln, dass das Schild erst dann komplett runter ist, würde ich sehr begrüßen. Und wie gesagt, in Verbindung mit der P20, die macht dann nämlich mehr Schaden auf die Lebensanzeige. Das ist so, so heftig. Also es ist tatsächlich so, du bist auf der Map unterwegs und wenn hinter dir nur eine Person auftaucht, der mit der Alternator auf dich draufrotzt, du hast keine Chance, wenn der gutes Aim hat, überhaupt zu reagieren, dann bist du eigentlich schon tot. Und das geht mir so mega mäßig auf den Sack. Das gefällt mir überhaupt nicht. Deswegen hoffe ich, dass da dran gebastelt wird. Das soll es soweit von den Waffen gewesen sein. Im Allgemeinen, abgesehen von den Aufsätzen, finde ich sonst die Stabilität und alles eigentlich gar nicht so schlecht von den Waffen. Was ich auch ganz cool finde an der Änderung, bei den Energiewaffen wurde der Slot von 60 auf 80 stapelbar gemacht. Und was ich aber im Gegenzug sehr heftig finde, dass die Shotgun-Munition von 64 auf 16 runter gepatcht wurde. Das finde ich schon eine krasse Veränderung. Was aber positiven Nebeneffekt hat, man wird nicht mehr so mit Shotguns zugeballert. Das ist das, was ich so an den Änderungen noch cool finde. Dann gibt es viele neue Goldwaffen, was ich auch sehr, sehr begrüße. Unter anderem die Mosambik, die soll sogar sehr, sehr stark sein. Ich habe sie bis jetzt noch nicht gefunden. Ist jetzt eigentlich nur was, was ich vom Hörensagen einfach mal so gehört habe. So, kommen wir zur Map-Veränderung. An der Map hat sich natürlich ultra, ultra viel verändert, was ich optisch natürlich sehr, sehr begrüße. Ob das die 2 Leviathane sind, die sich mitten auf der Map befinden, die Drachen finde ich sehr, sehr geil. Gerade mit den Lootboxen, man hat die Chance, einfach mal eine Lootbox vom Himmel zu schießen, wenn man gerade mal kein vernünftiges Zeug bei sich hat. Der Nachteil ist, dass man seine Position ein bisschen verrät, das ist natürlich auch klar.
Die Veränderung an der Map allgemein finde ich nicht schlecht. Mein Teammate Mo wird es freuen, wenn ich das jetzt anspreche, denn die Kaskaden wurden so hart geschändet. Die Kaskaden heißen jetzt, glaube ich, gar nicht mehr Kaskaden, sondern Käfig. Ich muss sagen, dass die Veränderung an sich geil ist, denn der Ort, der Käfig, wo die Kaskaden sind oder waren, der sieht so ultra geil aus. Es gibt viele, viele neue Gebäude. Es sieht wirklich sehr, sehr genial aus. Es gibt dort viel zu looten, was ich auch sehr, sehr cool finde. Aber die Idee hatte auch Mo und die Idee finde ich richtig geil. Ich würde es geil finden, genauso wie Mo, dass es vielleicht irgendwann eine Option gibt, dass man auf der alten Map unzerstört spielen kann, dass man quasi zwischen beiden Maps wechseln kann, so wie man Bock hat. Das würde ich eigentlich richtig, richtig cool finden. Vielleicht kommt die Änderung ja irgendwann ins Spiel. Ansonsten, ja, wie gesagt, der Käfig finde ich eigentlich mit der geilste Ort auf der Map seit der Zerstörung. Könnt ihr euch auch gerne mal in den Kommentaren auslassen, wie ihr die Zerstörung allgemein findet, ob ihr euch die Kaskaden im Alten wieder zurückwünschen würdet, ob ihr das besser fandet oder welche Orte euch jetzt am besten gefallen, könnt ihr euch echt mal auslassen, würde ich richtig, richtig cool finden. Dann ist der Ranked-Modus ins Spiel gekommen, finde ich eine absolut coole Veränderung für alle, die gerne so richtig hardcore reinsuchten und sich mit den Besten messen. Ganz ehrlich, der positive Nebeneffekt ist, dadurch, dass die ganzen Schwitzer hauptsächlich im Ranked-Modus unterwegs sind, ist der normale Modus, quasi der ganz normale Standardmodus hier, der ist deutlich einfacher zu handeln. Man hat nicht so viele Hardcore-Schwitzer im Spiel. Nachteil beim Ranglisten-Modus, also wenn man jetzt die ersten Tage nach Erscheinen der Season 2 angefangen mit Ranked, war es noch relativ einfach, so ein bisschen zu leveln. Aber ich bin jetzt Silber 1, ist jetzt nicht sehr weit. Wie gesagt, ich habe noch gar nicht so viel gezockt. Ich habe aber jetzt am Sonntag gestreamt und wer da mal reingeschaut hat, das war, glaube ich, der schlechteste Stream, den ich überhaupt abgeliefert habe, weil es wirklich viele, viele Schwitzer sind unterwegs. Ich kenne noch einen anderen YouTuber, Straight Flash, den kennt der eine oder andere von euch. Der hatte auch absolute Probleme, am Sonntag vernünftige Matches hinzubekommen. Mein Kumpel Mo ist jetzt schon in Platin und da habe ich auch schon gehört, zwar von ihm nicht persönlich, aber ich habe schon gehört, dass es da auch mega, mega hart sein soll, überhaupt noch vernünftige Wins zu holen, denn die Problematik ist, jeder möchte vorankommen. Und wenn sich das Spiel so Richtung Top 10 nähert, campen ganz, ganz viele. Das finde ich ultra hart und ich habe gesagt, ich kann auf den Ranked-Modus für mich verzichten, wenn ich streame, denn für alle Zuschauer ist es mega langweilig, wenn man in den Top 10 eigentlich quasi nur noch am Campen ist. Natürlich ist das viel taktisch zum Schluss, wenn man bis Predators vielleicht schaffen will. Ich für mich finde es persönlich sehr, sehr langweilig und nicht sehr actionreich. Natürlich muss man Skills beweisen im Ranked-Modus, keine Frage. Ich bin bei weitem nicht so gut, wie das ein Mo ist oder wie viele andere Spieler, die ich kenne. Für mich ist das auf Dauer nicht, weil mir das Gecampe mega auf den Sack geht. Ich mag das überhaupt nicht. Ich pushe eher rein, natürlich gehe ich dadurch auch oft drauf. Damit möchte ich das Thema Ranked-Modus aber auch abschließen. Ihr könnt auch gerne mal eure Erfahrungen mit dem Ranked-Modus mit mir teilen und mal raushauen, wie ihr den Ranked-Modus so findet. Ja, was finde ich noch geil? Der Zonenschaden wurde allgemein im Ranked-Modus und im Normal-Modus erhöht. Dadurch bleibt man nicht mehr so lange außerhalb der Zone. Die Lifeline-Drohne zum Beispiel geht nach 2 Schadensticks kaputt. Finde ich auch eine mega coole Änderung. Dann finde ich auch absolut geil, dass es jetzt einen Statistikmodus gibt. Wer den nochmal kurz von mir sehen will oder meine Stats, die sind nicht so mega besonders. Darum geht es jetzt aber auch nicht. Ich finde auf jeden Fall, das eine mega coole Änderung, dass man jetzt keine App oder keine Internetseite mehr braucht, um sich seine Statistiken reinzuziehen. Finde ich eine coole Änderung. Ich finde es auch sehr, sehr geil, dass man jetzt manuell im Startbildschirm, bevor man hier in dieses Hauptbildschirm-Menü gedöns kommt, dass man seinen Server wechseln kann oder vorab schon sieht, mit welchem Server man verbunden ist und wie viele Millisekunden man oder wie viele Millisekunden der Ping hoch ist. Jetzt kommen wir aber wieder zu einem mega, mega Kritikpunkt, denn es nützt nichts, wenn du den besten Server der Welt ausgerüstet hast, wenn Code Leaf das gesamte Apex-Spiel mega kaputt macht. Ihr kennt das, ihr startet eine Runde, vielleicht die erste, die läuft noch und dann braucht ihr 3, 4, 5 Versuche, bis ihr mal wieder ein Match kommt, denn ständig ladet ihr. Entweder ist es dann so, ihr könnt euch schon mal einen Charakter auswählen, seid dann auf einmal allein oder zu zweit, euer dritter Teammate ist gar nicht drin. Oder ihr kommt fast ins Spiel, fliegt raus, Code Leaf, ihr müsst das Spiel neu starten, versucht das noch ein zweites und ein drittes Mal, ihr fliegt jedes Mal raus. Und ich habe jetzt ein paar Mal gestreamt und einer meinte im Chat auch, dass das, selbst wenn du gerade richtig gut unterwegs bist, es zieht dich aus deinem Spielfluss und du bist innerlich sowas von genervt und bist so abgefuckt, dass du das ins Spiel reinziehst und selbst wenn du dann mal wieder eine vernünftige Lobby findest,
geht mir zumindest so, fange ich an, so scheiße zu spielen, weil es mich innerlich mega aufregt. Ich weiß, dass Respawn an dem Problem dran ist. Die finden aber allerdings noch nicht so richtig die Lösung für das Problem, was ein bisschen ärgerlich ist. So, was aber aufgefallen ist, die Lags, ihr kennt das von vor Season 2, manchmal kommt man ins Spiel und am Anfang ist es, als würdest du auf dem Mond rumspringen, du bewegst dich mega langsam, springst mega langsam, selbst der Enterhaken bringt dir nichts, um schneller dich fortzubewegen, oder die Spritze vom Octane bringt dir nichts, um schneller voranzukommen. Das ist eigentlich mega selten, bis eigentlich überhaupt nicht mehr im Spiel, wie ich festgestellt habe. Finde ich auch sehr geil, aber wie gesagt, Code Leaf ist aktuell so nervig im Spiel. Und was auch öfter vorkommt, dass man mitten im Game vielleicht gerade eine geile Runde hat, dann stürzt das Spiel ab. Wie heißt der Code? Wie der Code heißt, weiß ich gar nicht. Der ist nicht ganz so häufig, aber der fuckte richtig ab. Ich hatte jetzt schon 2-3 Mal das in einer richtig guten Runde. Das ist kein schönes Spielen. Was ich auch noch sehr begrüße, sind die Strafen. Dass wenn man frühzeitig aus dem Spiel rausgeht, kann man Strafen kassieren, wenn man unberechtigt das Spiel verlässt, weil deine Teammates sind alle noch da, können alle noch wiederbelebt werden, oder du bist gerade down, kannst wiederbelebt werden, verlässt frühzeitig das Spiel, dann kriegst du eine Strafe, die kann bis zu einer Woche andauern, dass du eine Woche nicht spielen kannst. Finde ich eine coole Geschichte. Nachteil war jetzt bis vor ein paar Tagen noch, dass du im Ranked-Modus, wenn du frühzeitig gelieft bist, weil irgendwas wieder nicht gestimmt hast, wofür du nicht kannst, hast du Minuspunkte bekommen. Das soll jetzt aber behoben sein, wie ich festgestellt habe. Und das war, glaube ich, jetzt eigentlich alles, was ich zu meinem Fazit raushauen wollte. Jetzt möchte ich euch mal kurz noch sagen, denn ein Patch ist in der Mache. Der Patch soll diese Woche noch rausgehauen werden. An welchem Tag steht noch nicht fest. Die Patch Notes stehen auch noch nicht fest. Ihr könnt euch aber sicher sein, wenn der Patch draußen ist, werde ich euch darüber informieren. Ich werde euch die Patch Notes raushauen. Inhaltlich sollen es Bugfixes sein. Es kann aber sein, dass der Code lief noch nicht behoben ist, weil wie gesagt, Respawn, EA, wie sie alle heißen, die finden noch nicht so hundertprozentig das Problem. Wie gesagt, an den Metadaten der Waffen wurde jetzt in den letzten Tagen sehr stark nachgeschaut. Es kann also sein, dass es einen neuen Waffenpatch gibt, und da nochmal meine absolute Hoffnung, dass an der Alternator deutlich stärker geschraubt wird oder der Mod komplett rausfliegt. Das war es soweit von meinem Fazit. Ach so, der nächste Stream. Viele wollen immer wissen, wann ich das nächste Mal streame. Ich hoffe, ihr habt das Video bis hierhin geschaut. Der nächste Stream, wenn ihr das Video heute schaut, tagesaktuell am Dienstag. Heute Nachmittag gibt es den nächsten Stream. Ich denke mal so Richtung 15, 16 Uhr bis 19 Uhr. Und ich möchte den nächsten XXL-Stream ankündigen. Der wird voraussichtlich diesen Samstag auch so Richtung 15 Uhr starten bis Open End. Mein Kumpel Schweini ist wieder mit am Start. Drittes Teammate steht noch nicht fest. Eventuell wieder Mo. Aber da finde ich schon ein Mate. Also das soll es von mir soweit gewesen sein. Ich würde mir das wirklich sehr wünschen, wenn ihr in den Kommentaren mal so richtig raushaut. Was gefällt euch bis jetzt an Season 2 am meisten? Was findet ihr richtig scheiße? Wie findet ihr natürlich mein neues, unangekündigtes Intro? Würde ich mich auch sehr drüber freuen, wenn ihr da euch ein bisschen auslasst, ob ihr das Neue sehr feiert oder ob ihr das Alte von Chris besser findet. Fakt ist, das Neue bleibt definitiv jetzt erstmal eine Weile auf meinem Kanal bestehen, wenn nicht sogar für immer. Das war es jetzt soweit von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Ich würde mich natürlich über jeden Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Ihr kriegt von mir auch regelmäßig Infovideos, Livestreams. Das war es jetzt aber wirklich von mir. Ich wünsche euch einen schönen Tag, und bis heute Nachmittag zum Livestream würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.